Sieht auch noch gut aus. Sieht doch gut aus. Ich sitze ungern so tief in meinem Sessel hier, aber weil du immer da hängst wie der letzte Naja, ich entspann mich halt wieder, weil ja, jetzt geht's halt wieder los. Ja, geh mir los. Außer Beckler ein paar Sprüche droppen. Ich find's ja geil, weißt du, ist auch nicht mein Kanal, ich kann hier hocken, wie ich will, weißt du, wie ich mach. Achso, dann ist ja scheißegal. Jo. Ja, verstehe. Arschloch. Hm. So. Ich mach auch mal auf links hier, auf hin. Jetzt siehst du richtig aus wie ein 14-Jähriger, finde ich. Ja, danke. Ich habe dich, glaube ich, noch nie mit so langen Haaren gesehen. Ja, so langsam ist es auch. Achso, meine Brille. Alter, Bruder. Es geht mir über die Augen jetzt. Ja, ja. Und ich mache auch keinen Termin bei Merkel, beim Friseur. Bei Merkel. Jut, machst du es jetzt, oder? Jetzt ja, wir können starten. Moin Mädels, moin Jungs. Ich bin's wieder, euer Kartschütte Kalle Kuschinski. Und neben mir sitzt der Hartschütte Henno Houdinski. Kennst du Houdini? Alter, ist ein Zauberer. Ja, die letzte Folge ist 4 Monate her, meine Damen und Herren. Ich habe nochmal nachgeschlagen. Ist das schon so spät? Ja, ist schon so spät. Jahr vergeht auch im Flug. Wir haben März. Ja, ja. März. März, wie Merkel. Musst du immer dazwischen labern oder was? So. Man stellt sich auch immer, ne? Ja. Yeah. Geh mir so auf den Sack bei Gartic-Phone, ne? Da, wenn alle immer so. Ja. Ja, ist halt, er schreit dann einfach nur irgendwas übersteuert. Ja, ja, verstehe ich. So, ja. Hauptsache viel Energie in der Anmod. Ja, aber es ist sterzig auch irgendwo, oder? Ihr habt den eingestellt. Das ist High-Energy-Gameplay. Kotzt mich an. Ich brauche was Entspanntes. Deswegen spielen wir ein Horror-Game. Ja, wir haben noch diesen Hund. Den können wir hier losschicken. Wir können sagen, jo, Abfahrt und sowas. Ne? Nur noch mal kurz, um wieder reinzukommen. Du hast direkt die Steuerung drauf. Ja, klar. Ist hast nicht du so eben angedattelt? Nein. Du sitzt da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Kannst du dich mal hinsetzen? Ich sitze so, ey. Soll ich mich hinlegen oder was? Alter, Digi. So. Junge, du bist abgeschnitten. Das tiltet mich. Hä, wo bin ich denn abgeschnitten? Weiß nicht. Hä, hier oder was? Wo bin ich denn abgeschnitten? Hä, Digi? Calm down. Just calm down. Ich hab mal überlegt, ob ich dich mal zocken lasse. Wäre so witzig, wäre es jetzt gestorben. Ich habe mir überlegt, ob ich dich mal zocken lasse. Tot. So, herzlich willkommen zurück zu Blair Witch. Nee, jetzt findet der noch die Leiche. Nee, das ist genau der Punkt. Nein. Doch. Nein. Wollen wir in die letzte Folge gucken? Genau an dieser Stelle haben wir aufgehört. Moin. Mädels. So. Moin, Jungs. Ja, hast du das eigentlich auch eine Zeit lang mal gemacht, so in die Dose geguckt? Nein, das ist übel dumm. Habe ich noch nie gemacht. Das glaube ich nicht. Doch. Hey, was willst du denn da sehen? Wie spät das ist. Du siehst ja wirklich was. Ja, so. So. Da drin ist übel duster. Also der Storyverlauf, dieses Kind wurde entführt, Suchtrupps, man macht sich auf eigene Faust los, dann tritt man in Kontakt mit dem Chefe, hat übel Erfolg, hat die richtig heiße Spur die ganze Zeit und Chefe interessiert das dann auch auf einmal und er ist nicht mehr nur sauer. So, und dann haben die ja getalkt und waren beide beim Baum, aber haben sich nicht gesehen oder so. Erinnerst du dich? Ja, weil wir in so einer parallelen Dimension waren, Digga. Ja, und ab da wurde es dann richtig spooky. Ja, und dann kamen diese Viecher aus dem Wald, die wir anleuchten müssen. Man hat über ihm viel erfahren, dass er Schluss gemacht hat da mit seiner Dame oder sie Schluss gemacht hat. Depression und bla und deswegen Halluzination, Afghanistan, Story, Background. So Profiling, verstehst du das? Profiling. Das ist eigentlich für einen Riesenwald. Nee, in Amerika haben sie halt so Riesenwälder, ne? Sagen, ich wäre so lost in so einem Wald. Das Ding ist, in so einem Wald, der wirklich so richtig riesig ist, weil, also hands down, in Amerika gibt's ja, kann man sich in Deutschland kaum noch vorstellen, aber in Amerika ist ja das Gebiet nicht so krass eng besiedelt auch mal. Und da gibt's dann wirklich einfach die krassesten Wälder Nordwest-Zimbabwes. Ja, und wenn ja. du da dich einmal verirrst, bist du wirklich gebumst. Ja. Fuck. Aber das hört nicht auf. Okay. Also ab jetzt ist alles neu. Ja. Und nicht mit Perwoll gewaschen. So. Das sind so Witze. Die bringst du auch manchmal. Ach komm. Ich hab das Gefühl, er ist so der Boss, ne? Ja. Bullet ist irgendwie er hat die Hosen an. Er hat da die Spur. Ja, Sägewerk oder Camp? Was machen wir? Camp, oder? Klingt so wie, als ob da viele Kinder wären. Oder er entscheidet. Okay, Sieg. Okay, hat er eine Spur? Ich weiß nicht. Anscheinend, ne? Ja. Wir gehen jetzt zum Camp, ne? Ja. Ja.
Hatten wir nicht schon mal eine Stelle vom Abgrund mit so Schienen? Ja. 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 Das haben wir dann aber gefixt mit dieser krassen Kameramechanik. Stimmt, dass es dann wieder ordentlich war. Nicht versperrt. Stimmt, ja. Ja, komm, gib Gas, oder? Ja, mir reicht's auch jetzt mit dem. Oh, Signal? War jetzt quasi über deinem Kopf? Ja, speichert dann, oder was? Weiß ich nicht. Okay. Klopfst du hier die ganze Zeit rum? Du bist das? Nee. Es hat gerade wirklich mega vibriert die ganze Zeit. Ja, vielleicht ist draußen eine Explosion die ganze Zeit und dann vibriert hier alles. Ich bin ein Wichser, ey. Ich bin hier in einem scheiß Horror-Game und du tickerst hier mit deinem Knie gegen den Untertisch. Ja, nein, mit dem Fuß. Ja, das die ganze Zeit. Hör auf damit. Alter, Digi. Ich krieg hier... Der Tisch hat übel vibriert. Ey, ich bin super, super paranoid. Alter, kannst du dich mal ins Bild setzen? Das ist halt unmöglich. Wie lange machst du eigentlich schon YouTube, Alter? Ohne Witz. Geh doch mal links. Du Affi. So. Du, wir können uns doch alle zwei Wochen hier zum Podcast treffen. Das ist kein Problem. Jetzt spiel doch bitte mal. Passiert ja nichts. 0805-4646. Guck mal, ob es da noch den Clip gibt auf YouTube. Oh, hier vor 7 Jahren? Hey, das ist Bibi. Ja, weil sie mit ihrem Wap-Up-Ding wurde sie da so reingeschoppt, so als wäre das so, als hätte sie so Werbung dafür gemacht. DSF war das, oder? Ja, bei den früher? Sexy Sporttipps, immer zwischendrin. Wie viel? 13 Cent pro Minute? 14. Alter, das ist ein Schnapper. Die meisten haben so einen Euro gekostet, oder? Echt? Ja, ja. Also habe ich gehört. So, jetzt passiert was, Henno. Wollen wir das Spiel spielen, oder? Gerne. Gut. Du kommst ja nicht zu Potte. Ja, du machst hier Werbung an, Alter. Ja, das hatte ich gerade. Ich muss dann schnell mal googeln. So, den kennen wir aber schon, oder? Die Maschine, du. Das ist eine... Ach, hier müssen wir mal zum Camp. Achso, wir können hier Gas geben, oder was? Oh, oh. Na, solche Kameraperspektiven sind immer solche, ne? Ja, ja, ja. Nicht, mach nicht. Auch. Oh, er chillt das schon. Ja, dann Abfahrt, Digi. Das ist ein Zettel. Anleitung, sehr gut. Forward, backward. Brake lever, Power Schwitz. Direkte. Power Schwitz? So. Jetzt erwarte ich was. Ich auch. Du hast Volldampf, ne? Ja. Ja, so richtig. Alles auf Vollgas. Ja, finde ich gut. Alles nach vorn. Jetzt locker gleich wieder Afghanistan-Zug und so, ne? Dunkelheit. Ah, jetzt kommen Leute bestimmt, die Ärger wollen. Ja, wir fahren jetzt ja zum Camp, oder? Das sah eben nicht so aus, oder? Nee, ja. Hä? Das war ganz anders eben. Sammel. Ach, jetzt müssen wir den Weg freimachen, wa? Ja, mach mal aus vorher, sonst fährt die ohne uns weiter. Ja, hast ja auch wieder recht. Aber der ist schon automatisch hier auf ausgegangen. Ja. So. Ist eine Winde. Warum will er alles anmachen? Warum wollen wir jetzt die Winde anmachen? Wir wollen den Stamm da wegkriegen und das brauchen wir ja für die Winde. Die Winde muss sich aufladen, damit der Stamm da weggezogen. Wie er da steht. Aber Big Ass. Ja, zeig mir den Booty. So, okay. Dann ist hier bestimmt Stromkasten oder so. Oder ein Typ. Ich motiviere, ne? Hier, liegt was. Aha. Aha, und jetzt können wir die Tür aufmachen. Okay. Angucken. Alright, here we go now. It's pretty basic, actually. First, you need to ignite it. Like this. Alright, then, now the donkey will begin to pull. Okay? So pay attention to the pressure. You need to keep the needle in the green zone by turning this valve right here. Now, once you're done, put the fire out, and you close the pipes. Hier musst du gleich stoppen. Hier ist er, ne? Ja.
ich mich auch. Ja, ja. Ja, wir haben beide ein Gehirn. Das ist so nice. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit nur auf den Moment gewartet, wo die Tür auf ist. Aha, noch ein Zettel? Nachricht. Gudri, wir haben eine neue Lieferung erhalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest. Robert. Robert. Alright. Dann gehe ich raus oder bleibe ich drin und gucke das zu Ende. Guck mal, hier ist noch so ein Plan. Ja, aber sind wir ehrlich, in diesem Spiel ist, glaube ich, eine Map einfach das Unwichtigste ever. Weil es ja eh alle 2 Sekunden ist man irgendwo anders hin teleportiert oder die Sachen sind anders. True. Danke. Okay, also er hat eine Ladung Holz am Schuppen. Wir brauchen Holz, um das Ding in Gang zu kriegen. Ne? Ja. Das heißt, wir müssen das Holz jetzt holen, das ist am Schuppen. Foto. Foto. Gut. Arcadius. Alter, klingt wie von Harry Potter irgendein Zauberspruch. Jo, Arcadius Leviosa, Alter. Die Treppe hoch? Treppe? Nee, ne? Das ist also eine Treppe. Eine Leiter, Digga. Eine Leiter, Digga. Also wie, aber hier sind ja noch Knöpfe, die ich drücken kann, ne? Weißt du, wie ich meine? Valve, but the handle's missing. Aha, Griff fehlt. Ah, steam's escaping. Pressure's not gonna build up. Können einfach das Video abspielen, wo der Griff da ist. Ja, ja, ja. Ja, einfach der Griff ist dann dran. Also hier? Nein. Alter, jetzt ist es an. Aber es burnt, ne? Jo, Feuer ist an. Easy. Brauchen kein Holz. Aber wir brauchen dann trotzdem noch den Griff. Oder? Sieht man den da irgendwo? Da. Ah. Show us the Griff. Ne, die haben es extra so geschnitten, dass es raus ist in der Post. In der Post. Okay, also müssen wir einen Griff finden. Gut. Müssen es wieder in den Griff kriegen, ne? Ja. Guter Witz. Oh. Na, guck mal hier. Hör mal. Das ist aber eine Weiche, ne? Ja. Ah, und jetzt stelle ich die um. Dumm von mir. Wissen wir noch nicht. Ja, den kann man halt nicht abnehmen. Ich dachte, den kann ich so abreißen und dann... nee, doch nicht. Also ich muss sagen, meine Erwartungshaltung ist... Vielleicht bin ich doch einfach ein bisschen zu primitiv. Ich will ein Horrorspiel spielen und ich will mich eigentlich permanent nur einscheißen. Ja, gibt's, glaube ich, selten. Also tatsächlich, dieser Mix Rätsel und Gruseln hast du halt immer. Bei den guten Titeln. Was könnten wir denn jetzt überhaupt, was ist denn vorne dran und so? Wie würde das denn jetzt laufen überhaupt? Hätten wir da jetzt Hebel? Normalerweise würde, das Ding ist ja schon dran, ne? An dem Stamm. Oh. Too heavy to push aside. Ja. Vielleicht kann ich den Hebel von dem Ding abbauen. Smart. Kann ich hier mal rauf, Digi? Oder auf der anderen Seite vom... Ja. Jump on, boy. Hier? Das ist die Anleitung. Ja, das bringt uns alles nichts. Let's go, Bullet. Okay, also er zieht es dann ran. Ja, ja, er zieht das quasi hier vorne hin. Gut, also wir brauchen diese Aufsätze oder diesen Hebel, was weiß ich. Aber jetzt haben wir die Weichen gestellt. Können wir rückwärts fahren? Woanders hin? Ja, was ändert das für das Rätsel? Vielleicht finden wir, weil er hat etwas von dem Schuppen erzählt und das ist irgendwie nicht der Schuppen. Für mich. Ja. Also es ist irgendwie schon ein Schuppen, aber irgendwie gefühlt hat er von einem anderen Haus gesprochen. Ja, true. Und warum haben wir die Weichen jetzt? Weil sonst würde er ja auch nicht in den Schuppen den Zettel legen. Ja. Aber warte mal, die Weichen stellt er für den Folgeweg, oder? Oder nicht rückwirkend? Ja. Ja, wir können hier links lang fahren. Ja, dann machen wir das erstmal. Und Gas. So. Dass das Ding nicht kaputt ist, wenn wir da mit Volldampf gegen... Naja. Hör auf jetzt. Beschwer dich nicht. Nerv nicht. So, und Volldampf. Weißt du noch, als du damals diesen U-Bahn-Simulator gespielt hast? Jo, das war scheiße. Hast du Flashbacks? Ah! Oh Gott! Hast du das Licht genau in dem Moment angemacht oder ging das automatisch? Nee, das hatte ich schon an, Diggi. Da steht da was daneben. Ja, ja, ja. Soll ich mal zurückfahren? Ich kann auch zurückfahren. Ohne Kupplung. Ohne Kupplung. Drück auf den Knopf. Ja, scheiße, zu weit. Zu weit! Nein! Mann, bleib doch mal jetzt da zurück! Aber wie ich den direkt weggemacht habe, was ist mit dir denn los? Jetzt hau so, Bremse. So, guck mal, was da liegt. Geh doch mal dahin. Mach mal. Zeig doch mal ein bisschen hier Action. Zeig mal den Leuten, was da liegt. So, ich geh doch jetzt hier nicht in den Wald. Junge, in den Korb, da ist ein Korb mit Leckereien. Was für ein Korb, Junge? Das ist ein Generator, so, da ist ein Hebel dran. Mach mal an hier. Mal an hier den Bums. Zack. Ja, das ist halt mal ein bisschen schreckhaft dann. So, ohne Weg runter, ab dafür. Ja, ja, jetzt geht's wieder los. Ja, ja, ja. Mach die fertig jetzt. Lass die, halt die Füße still, Alter. Lass die, halt die Füße. Du wackelst immer, wenn ich die sehe.
Das ist richtig so 4D-Feeling. Ja, 5. Guck mal, du bist voll raus aus dem Bild, Digi. Das ist ja nicht schlimm, ich bin ja nicht im Bild. Mach da mal die Jungs jetzt klar. Wo ist er denn? Ja, du passt nicht auf Bullet auf. Das ist das 1x1 von Blair Bitch Project. Das ist Bullet Time. So, mach die alle jetzt. Da, wo ihr hinguckt. Ja, sind alle. So, schön. Das ist der Schuppen. Ja, ich hab doch gesagt, der ist woanders. Boah, wenn jetzt hier so eine eklige, fette so Spinne kommt. Oder Wasserleiche. Ja. So, The Ring und dann Moin, gib Kussi. Like we won't be getting in through here. So, ey, sowas überall halt. Probleme. Ja, man kommt auch nie mal, voran! Ja! So. Ja, der hat schon wieder irgendwas gefressen. Ja, ja. Du sollst nichts fressen, was auf dem Boden liegt. Ich weiß doch nicht, was wir hier wollen. Wir wollen diese... Wir wollen eigentlich Hebel finden. Ja. Oder halt... Guck dich doch mal generell um. Auch draußen, um den Schuppen. Der ist ja nicht umsonst hier. Wir können ja auch noch weiterfahren. Was war denn da gerade für eine Anleitung eigentlich? Oh, was ist das? War eine Bestellung für... So für Dingens. Das sind die Leute, die wir haben, ne? Ja, die wegen uns verreckt sind. So. Ja. Das sind Geräusche, die ich nicht mag. Ja. Ja, aber es bedeutet heiß, warm. Oder kann ich hier lang? Bist du warm? Was ist denn Satz, Alter? Broody. Geil. So, aber hier ist nichts mehr, ne? Alter, ja, er sprintet hier richtig. Warte mal, such. Such mal. Come on, look around, boy. Look so. Around, boy. Ah, guck mal hier. Ja, hinter dem Laden. Ja. Was hat er gesagt? Ellie, nichts wie? Nichts wie. Ja, aber... Guck mal, ja, da, dass der Hund da rein soll. Da drin ist was. Der Hund soll das mal holen. So. Schöne. Das ist die Ding, die Armatur fürs Ding. Ja, sieh mal, hier Ventil, Digga, Anzeige, Druckmesser, hier, so Ampulle. Das Ding, Digga. Nimm ihn in den Mund. Schön, die Pfoten gezwirbelt. Okay, das heißt, eins von zwei Teilen haben wir gefunden. Geil. Aber ich glaube, wir sind dann hier fertig. Ja, dann fahren wir weiter mit der Lok. Hier ist schon wieder ein Generator, ein Gen. Ja. Erinnert mich ein bisschen an Dead by Daylight. Den machen wir an. Guck mal, hier wäre auch eine Weiche. Camp B. Ah, hier ist wieder... Fahren wir hin. Das muss doch nicht. Du hast doch da Hebel. Ja, aber... Ja, jetzt bringt's auch nichts mehr. Also, er will, dass wir geradeaus fahren, oder was? Das Wer ist er? Der Hund, oder was? Jo, wo liegt denn der? Der Spiel. So, pass mal auf. Hol nochmal in Wallung. So, jetzt kommen die Da Hände sind wieder Freunde, ne? So, jetzt acht mal auf hier. Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann... Oh nein! Panik bricht aus. Oh, weia. Ich kann mich wirklich nicht bewegen. Jetzt werden wir sterben. Hä? Strahl die Jungs an. Alter, bist du hässlich wie die Nacht. In der Nacht. Ja, nur von da können sie kommen. Ah! Nee. Sven, ich kann mich nicht bewegen. Warum? Du musst jetzt performen. Hilf mir doch. Ja, wie? Ey, ich häng hier mit dem Holz fest. Ja, dann spam doch mal schön die Leertaste. Wie so ein Wilder. Steuerung. E, F, Escape. Ja, Hilfe! Sache so suchen. Genau. So von rechts hinter dir. Da ist er. Ja, schön, ein Hasse. Du musst sie bekämpfen, vielleicht flutschern raus, wenn du die besiegt hast. Was ist das für eine. Ja, schön, schön. Vielleicht musst du es zwei, dreimal machen und dann kommst du da raus. Ich häng hier übelst fest. Ja, ja, du bist ja eingeklemmt. Jetzt konzentrier dich auf den Gegner. Ja, mach ich doch. Orientier dich nach Bullet. Ja, schön. Das war noch einer, glaube ich. Ja, klar. Wo guckt der hin? Ja, klar. Da, in die Richtung. Links weiter, glaube ich. Ja, Bullet. Ah, jetzt wieder rechts. Ich glaube, hinterm Baum da. Ja, da ist er doch. Da ist er doch. Bam, zisch. So, das wackelt hier alles die ganze Zeit. Will ich mir das ein, oder was? Hast du? Kannst du dich bewegen? Nee. Vielleicht auch. Doch. Nee. Bin ich denn hier in dieser Ecke gelandet? Über? Oh, ich hatte gerade so das Gefühl, dass ich gleich rausflutsche. Ey, bei sowas wäre ich fuchsig, ne? Ja, das ist auch einfach nur bitter. Vor allem, wie bist du denn da rein? Also, du hast den Auto. Ich hab das Ding angemacht und bin einfach nur einen Schritt zurückgegangen. Und auf einmal klemme ich hier fest. Zwischen den Baumstämmen. Kann die auch nicht geradeaus oder zurück oder irgendwas? Machen wir in jede Richtung richtig Randale. Das ist schon mal eine Animation, die wir lange nicht gesehen haben. Kann man springen? Nee, ne? Nee, man kann halt gar nichts machen. Ey, wir können nicht laden? Ja, ich kann jetzt ins Hauptmenü und dann laden. Ja, wann haben wir ihn gespeichert? Ist Autosave? Wir sind jetzt schon Kapitel 8, Lager B. Oh nein. Und das war vorhin, vor Irak.
Dann strampel jetzt um dein Leben. Ja, Leute, wie ihr seht, wir kommen hier nicht mehr weg. Wir haben jetzt gerade ein bisschen gegoogelt. Der Henno war so nett, hat das mal geguckt. Alles in einem, muss man auch sagen, Blair Witch war jetzt nicht so... Das Ende hat mich jetzt nicht überzeugt. Ja, das Ende des Games ist irgendwie nicht so nice. Ich meine, hier Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, kam so ein bisschen durch das Feeling, aber ja. So richtig gepackt hat es mich nicht von der Storyline her, Digga. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall motiviert, noch weitere Games in diese Richtung mal anzutesten. Ja. Das haben jetzt alle vorgeschlagen, oder? Ja, viele wollen Blair Witch. Ey, ja. Sorry, ja. Schick doch mal bitte Games rein, die... Wo man sich erschreckt. Soll ich mal was vorschlagen? Kannst gerne mal was vorschlagen. Nightmares 2. Nightmares 2? Nightmare House 2. Nightmare House 2. Da wirst du wieder sagen, die Grafik, aber du wirst dir einstuhlen. Schreib dir mal was rein, ansonsten Nightmare House 2. Ja, ansonsten schaut bei Henno und Hand Off Uncut vorbei. Was sollen wir da, was ist denn da jetzt gerade? Best of Hand Off. Best of Hand Off. Cut. Cut. Cut in die Endcard, Digga. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.